Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Lange ist es her. Und in der Zwischenzeit wurde mein YouTube-Kanal auch gesperrt wegen ein paar Strikes, die ich erhalten habe. Dazu werde ich euch jetzt einfach nur kurz einen Screenshot einmal einblenden. Da habe ich auch ein paar Daten zensiert, die nicht unbedingt gezeigt werden müssen. Aber im Großen und Ganzen kurz zusammengefasst, um das nicht in die Länge mit diesem Thema zu ziehen. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich dazu ein ausführliches Video machen, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, aber nur kurz einfach gesagt, irgendeiner hat sich die Mühe gemacht, sehr viele YouTuber aus der deutschen Szene in Sachen Medien 2 einfach zu striken. Das ist auch bei vielen durchgegangen, soweit ich das zum Beispiel mitbekommen habe, ist Simply Good sein Channel jetzt auch weg. Meiner ist ja, wenn ihr das Video seht, heute gerade wieder gekommen. Und ich werde jetzt auch einfach weiter wieder Videos machen. Lang ist es her gewesen tatsächlich. Das letzte Projekt, wo wir hatten, war das Emerald Free-to-Play Projekt. Das werde ich tatsächlich nicht weitermachen und im nächsten Video werde ich auch die ganzen Sachen von Emerald verlosen an euch in einem Video. Sprich im nächsten Video. Im Hintergrund, jetzt seht ihr gerade Azrael Gameplay. Ich habe ja wieder auf Azrael angefangen, aber diesmal mit dem Körperkrieger. Ich hatte Lust auf den Körperkrieger. Vom Lykane-Equipment ist so oder so nicht mehr, ist gar nichts übrig. So ein paar Sachen hatte ich tatsächlich noch, die habe ich auch zusammengesucht nach und nach. Werdet ihr auch später in Clips sehen, da haben wir was sehr Schönes gefunden. Jetzt gerade sind wir auf Map 2 unterwegs, farmen einfach ein paar Metins, dabei leveln wir uns hoch in der Hoffnung, dass wir auch ein paar gute FBs droppen, die wir dann natürlich verkaufen können. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich froh, dass mein YouTube-Channel wieder da ist. Es hat tatsächlich eine längere Zeit gebraucht, bis ich da mit YouTube mal durchgekommen bin. Musste 16 bis 17 Gegendarstellungen denen zusenden. Tatsächlich hatte ich auch ein bisschen Hilfe vom lieben Tiburius. Danke auch an dich, falls du das siehst. Hat er mir ein paar Textausschnitte geschickt, wie er das durchbekommen hat. Davon habe ich mir ein paar genommen, in meinen Text eingefügt und danach ist es tatsächlich auch durchgegangen. Zum Glück. Wie gesagt, die ganzen anderen Leute, die davon betroffen sind oder immer noch betroffen sind, es tut mir wirklich sehr leid. Ich hoffe, die kommen da auch irgendwann mit durch. Dass sowas überhaupt passieren konnte, finde ich persönlich schon schlimm. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich meinen Channel wieder habe und jetzt werden auch wieder regelmäßig Videos folgen. Ich habe in der Zeit, wo ich gesperrt war, tatsächlich auf Twitch gestreamt. Falls ihr das verpasst habt, in der Beschreibung findet ihr meinen Twitch-Channel. Da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Und dort findet ihr auch alle weiteren Informationen, falls ich dann mal wieder streame. Und einfach mal ein Follow da lassen natürlich. Ja, hier haben wir im Hintergrund jetzt einen Segen-FB gedroppt. Wir haben auch schon ein paar VZK-FBs gedroppt. Also ganz angenehm auf jeden Fall. Ganz am Anfang, den allerersten Clip, da habe ich schon ein paar kleine Sachen zusammengesucht. Habt ihr gesehen, hatte ich 200 KK irgendwie vom Kollege, der Pascal, von dem habe ich sein Band ausgeliehen bekommen. Ein paar kleine Sachen. Hier hat er mir zum Beispiel ein LPP auf dem Markt gekauft, noch 5 gehabt mit 1,5 TP, damit wir nicht elendig an den Map 2 Meetings verrecken. Das war auch sehr lieb von ihm. Dankeschön an dich auf jeden Fall. Hier haben wir auch zum Beispiel mal ein Adder gedroppt, da war auch Adder Event gerade in dem Moment. Und uns natürlich auch direkt mitgehen lassen. Und so langsam und langsam leveln wir uns hier hoch, wie ihr sehen könnt, Richtung 35. Tatsächlich jetzt gerade, stand jetzt immer schon wesentlich ein höheres Level, aber das werdet ihr alles nach dem Video sehen oder ihr kommt einfach in meine Livestreams. Da könnt ihr das natürlich dann auch sehen. In meinem Discord, ich habe auch wieder einen neuen Discord, weil der alte Discord von mir wurde tatsächlich unerhofft gelöscht. Das ist etwas eine längere Geschichte, wenn ihr wollt, kann ich das auch mal in einem anderen Video erzählen. Aber ansonsten habe ich einen neuen Discord, dort werde ich auch posten, wie gesagt, so einen kleinen Streaming-Plan. Versuche ich das ein bisschen zu planen, wann ich immer streamen werde. Aber ich habe halt auch nicht so derbe viel Zeit, weil ich nebenbei noch einen anderen YouTube-Channel übrigens betreibe, wo ich Valorant-Content mache, aber darauf gehe ich jetzt auch nicht mal weiter ein. Dieser ist tatsächlich auch mitgesperrt worden, Sad Life. Aber irrelevant, ich habe zum Glück jetzt alle beide Channels wieder. Bin richtig glücklich deswegen. Auf Azrael sind wir auch in einer Gilde drin. Taxifahrer heißt diese Gilde. Ich habe mir gedacht, ey, wenn ich jetzt wieder anfange, weil von meinen Leuten spielt keiner mehr. Greenyards, die Gilde gibt es noch, wo ich ja damals war. Aber der Leader selber, der alte Mika, der spielt nicht mehr. Also Witten 57, den Namen sagen vielleicht ein paar Leuten von euch was. War immer ein sehr korrekter Typ.
Habe ich mir auch gedacht, ey, der ist jetzt auch da nicht mehr, da bringt es auch nichts, irgendwie bei Green Yards anzufragen. Ja, und dann habe ich halt die Gilde Taxifahrer kennengelernt, wo ich dann halt gejoint bin. Das sind ganz korrekte Leute bisher. Kann man auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Ja, was sind denn unsere Ziele mit diesem Körperkrieger eigentlich? Wollen wir mal ein bisschen darauf eingehen? Also meine Ziele sind einfach, dass wir zum Verbotenen Wald kommen. Ich sage mal, erstmal überhaupt Level 95 werden, Aura hochbekommen, Alchi müssen wir aufbauen, Equipment müssen wir aufbauen. Dann natürlich müssen wir einen Kampfgaul machen, slash Militärgau nachziehen, die Bios nachziehen. Alles, was man halt so machen muss, wenn man halt ein bisschen schneller hochgeht. Dann müssen wir halt wirklich ein bisschen aufpassen und auch schauen, wie wir es am besten machen werden. Aber das sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem für uns werden, tatsächlich. Ich habe mir auch ein Limit gesetzt, da ich so ungefähr an die 50 Euro im Monat, wenn du überhaupt cashen will, versuche ich mich auch wirklich dran zu halten. Natürlich, wenn jetzt irgendwann mal eine Happy Hour kommt, vielleicht wird da ein bisschen mehr reingehen. Das werden wir alles noch sehen, wie es ist. Hier haben wir gerade Pferdemedaillen und Orkzähne gekauft, dass wir natürlich direkt jetzt mit der Bio anfangen können und unter anderem auch direkt anfangen können, das Pferd hochzuleveln, was ja meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Weil das gibt natürlich am Ende dann, wenn wir vom Mount hauen, wie zum Beispiel vom Kriegskeiler, natürlich ein bisschen mehr Damage, wollen wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Weil wenn wir dann irgendwann in den Wald gehen und sagen wir jetzt nicht das beste Equipment haben, ja, wird ein bisschen mehr sein, dort zu farmen. Ich denke, wir werden dann am Anfang mit der 60er Jungheldenwaffe so dort farmen, würden wir vielleicht mal was auf die 10k Crit, 11k Crit kommen. Je nachdem, ob Aura dann jetzt schon, sagen wir, G/PS, I don't know. Werdet ihr ja dann alles noch sehen. Wir haben einen VMS gedroppt im Hintergrund. Wir haben auch auf jeden Fall schon mal einen Hast 4 gedroppt und. Also die Drops haben uns auf jeden Fall sehr begrüßt, muss ich sagen. Stand jetzt habe ich davon noch nichts verkauft. Ich muss da erstmal einen Laden aufmachen. Tatsächlich, Offline-Shop werde ich mir in der Hinsicht nicht kaufen. Lohnt sich einfach für den Stuff nicht. Wir werden einfach einen ganz normalen Laden mit einem anderen Char aufmachen. Der hat ja noch genug Chars auf Azrael. Und dann wird das auf jeden Fall gar kein Problem sein. Unter anderem werden wir dann auch anfangen, Young zu machen, indem wir Course farmen werden. Weil Course ist einfach meiner Meinung nach immer noch die beste Einnahmequelle. Und tatsächlich könnte ich auch Erzen gehen. Ich habe nämlich unzählige Chars über Level 30, wo man eigentlich sagen könnte, ey, könnte ich mir auch mal 1-2 Stunden, 3 Stunden in den Tempel stellen mit den ganzen Chars. Auch locker 16, 17 Stück. Weil ich habe ja damals angefangen, Medi-Chars zu leveln. Da sind die Chars oder 72, 73 gestoppt worden. Dann könnte ich auch alle zum Erzen ohne Probleme verwenden. Ich könnte die anderen Accounts verwenden, um dort nochmal ein paar Core-Chars hochzuziehen. Dass wir, sagen wir mal, 2-3 wirklich Accounts haben, wo wir wirklich Cores aktiv farmen können. Sagen wir, wir starten, sagen wir, am Anfang des Monats. Dann fange ich an, jeden Tag die Cores zu machen. Ende des Monats öffnen die und schauen wir mal, wie viel Young wir damit gemacht haben. Das kann ich auch gerne machen, wenn ich die Accounts dann fertig habe. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben oder allgemeine Ideen, was man denn mal so machen könnte. Hier zum Beispiel seht ihr, da habe ich nochmal durchgeschaut. Hier habe ich einen Account gewonnen mit ein bisschen Kräutern, Elixiere, XP-Ringe und 50 Won. Also haben wir direkt mitgenommen. Hier haben wir von meiner Freundin, meine Verlobte spielt ja auch oder hat ein bisschen DE gespielt, hat da noch ein bisschen Stuff rumliegen. Unter anderem meine Ibis von damals. hat sie uns dann gegeben, weil sie momentan die eh nicht spielt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr geile Starthilfe. Ne? Dankeschön auf jeden Fall nochmal dafür. Und mit den 50 Mon haben wir uns direkt bemüht, Feuerdev-Equipment zu suchen. Haben wir eine Holzsatzkette geholt, Bambushautschuhe, haben wir uns eine Feuerdev-Rüstung geholt und. Einfach was man für ST3 so braucht. Hier haben wir zum Beispiel einen Armband mit 10 Feuer einfach geholt. Das reicht, braucht man nicht viel. Solange wir einigermaßen über 85 Feuerdev kommen, können wir auch echt angenehm leveln. Ein Helm mit Feuerdev war sehr teuer. Habe ich mir gedacht, ey, ich habe noch ein paar kleine DR. Holen wir uns einen Nullerhelm 9. Versuchen wir da mal reinzudrehen. Schauen wir mal, was da reinkommt. Ja, Blitzwiderstand 6% brauchen wir jetzt nicht. Oh, mit dem was leider nicht. Dann haben wir uns nochmal 4 geholt. Schauen wir mal. Boom, 15 Feuer. Geil. Das war's dann schon mit dem ersten Video. Ich habe noch sehr viele Aufnahmen, werde noch sehr viel folgen. Gerne abonnieren, gerne ein Like da lassen. Und alles weitere seht ihr dann in den nächsten Videos. Haut da raus, euer SlowDMG. Bis zum nächsten Mal.